Frau Brandner hat auch für die UN-Frauenrechtsorganisation UNIFEM gearbeitet und dort mit einem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Resolution 1325 mitgearbeitet. Ganz außen rechts, wir kennen sie schon aus einem der Workshops heute, ist Rula Assad. Rula Assad ist eine freie Journalistin aus Syrien und eine Frauenrechtsaktivistin. Sie hat letztes Jahr mit anderen Frauen zusammen ein Netzwerk für syrische Journalistinnen gegründet. Und dieses Netzwerk kämpft für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung in den Medien. Rula lebt derzeit vor allem in Holland. Und zu meiner Rechten, kennen wir ihn auch schon aus einem der Workshops, ist Mohammed Hatib. Er arbeitet für HarassMap, eine freiwilligen Organisation, die der gesellschaftlichen Akzeptanz von sexueller Belästigung und Gewalt in Ägypten ein Ende bereiten möchte. Seine Organisation hat eine virtuelle Karte ins Leben gerufen, auf der online gemeldet wird, wo Fälle von sexueller Belästigung oder Gewalt aufgetreten sind. Und zuletzt Naima Jabil, die wir heute Morgen ja auch schon hören durften. Deswegen sage ich jetzt, wiederhole ich nur noch mal kurz, dass sie Richterin am Berufungsgericht in Benghazi ist. Und sie hatte heute Morgen schon die Situation der Frauen in Libyen dargestellt. Wir werden jetzt in Kürze, ist es noch nicht ganz fertig, Videoeinspielungen von den Foren heute Nachmittag hören. Aber da sie noch nicht ganz fertig sind, steige ich doch erstmal direkt in die Diskussion ein. Frau Buchholz, das Thema Prävention und Bildung ist mir auf der Tagung, die so voll war, dass man das auch in so kurzer Zeit ja gar nicht alles abhandeln kann. Das Thema Prävention und Bildung ist mir noch ein bisschen zu kurz gekommen. Es sind überwiegend die Frauen, die ihre Kinder erziehen, also die Erziehung, die Bildung beginnt zu Hause. Sie geht in der Schule weiter und dann an den Universitäten. Ich glaube, das wurde in dem Workshop heute auch kurz von Rula Assad erwähnt, der Einfluss der Schule auf die Einstellung von jungen Menschen. Wie betrachten Sie das von Seiten des Auswärtigen Amtes, auch mit den Projekten, die Sie fördern? Wie kann man über Bildung junge Männer und Frauen dazu erziehen, dass sie mehr auf Gleichberechtigung achten? Oder haben Sie einen ganz anderen Eindruck von der Tagung und würden gerne was ganz anderes sagen? Auf jeden Fall. Hallo? Muss ich? Automatisch, aber Sie hören mich noch nicht. Ach so, doch. Sie hören mich aber schlecht, weil meine Stimme sehr belegt ist. Vielen Dank. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich selber sehr stark als Eindruck mitnehme aus diesen anderthalb Tagen. Und insofern greife ich ihn sehr gerne auf. Man muss, glaube ich, um zu verstehen, was das Auswärtige Amt und die Bundesregierung in diesem Zusammenhang macht, für das Publikum kurz erklären, warum ich hier auf diesem Podium sitze. Denn ich vertrete eine Arbeitseinheit im Auswärtigen Amt, die für die sogenannten Transformationspartnerschaften zuständig ist. Transformationspartnerschaften sind Partnerschaften mit den Ländern im Umbruch in der arabischen Welt, die versuchen mit Projekten diese Transitionsprozesse zu begleiten. Und wir verdanken es dem Deutschen Bundestag, dass wir für die letzten vergangenen zwei Jahre, 2012, 2013, 100 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt bekommen haben. Warum sage ich das? 40% von diesen Mitteln sind explizit dafür vorgesehen, dass sie in die Kultur- und Bildungsarbeit einfließen. Und mit diesen Mitteln versuchen wir genau das, was Sie beschrieben haben, aufzugreifen. Wir sind natürlich sehr stark mit unseren Partnern, der Deutsche Akademische Auslandsdienst oder die Alexander von Humboldt Stiftung, in dem universitären Feld unterwegs und versuchen hier über Hochschulkooperationen oder auch direkte Stipendienprogramme junge Leute, zukünftige Leader aus der Region zu fördern. Was ich aus dieser Diskussion heute mitnehme, ist aber ein noch viel stärkeres Bewusstsein für die Bildung, die schon viel, viel früher ansetzt. Und deswegen habe ich nochmal überlegt, wie wir in diesem Bereich aufgestellt sind.
mit Blick vor allem auf das Thema Gender oder sexualisierte Gewalt. Das Auswärtige Amt oder die Bundesregierung allgemein hat in den vergangenen Jahren sehr viele Projekte gefördert, die letzten 5 vielleicht 43 Millionen allein zum Schutz von Frauen. Aber wir reden ja hier ganz konkret über Prävention und insofern über das, was auch ich mit zu verantworten habe. Hier sind es übersichtliche, von der Zahl gesehen, Projekte, die wir fördern. 2 Projekte in Libyen, 2 Projekte in Tunesien, 1 Projekt oder 2 Projekte in Syrien. Und ich nehme das sehr bewusst mit, dass wir vielleicht noch stärker an das Thema der Rollenbilder gehen müssen. Gerade in dem Ägypten-Workshop haben wir das diskutiert und insofern bin ich dankbar für die heutige, Diskussion. Ich höre, dass die Videoeinspielungen jetzt fertig sind. Dann schauen wir die jetzt erst an, um dann weiter in der Diskussion fortzufahren. Kann ich sprechen? Alexandra, es ist so, dass wir zwischen den Videos ungefähr eine halbe Minute Zeit brauchen, um das nächste zu laden. Okay. Vielleicht möchtest du die dann ja, wir jeweils können das ja auch kommentieren. Ja. Also wir können ja so dazwischen auch Diskussionen machen. Okay. Okay. During the forum, we discussed different types of sexualized violence against women. One of the main arguments that we had was Amel from Nazra saying she disagrees with Maryse Todros from the earlier panel, and that not all of sexualized violence in Tahrir or in the main protests are actually politically motivated. Some of them are actually celebratory of nature, and they're due to like the social endemic that we already have from sexual harassment in Egypt. And there was also a contribution from HarassMap on the percentage of women who were harassed. And one of the main statistics that were mentioned was the UN report that from a survey made in 17 governorates, there were 99.3% of women in Egypt who were subject to sexual harassment. And then there was how this impacted women economically, that this would restrict their access to the public sphere and maybe deter them from going to work or participating in a political forum. And I think, again, we can continue with that. Yes, it was, of course, a very lively discussion. And I took from the discussion that women, although even if they are coming from a very poor area and also illiterate, women have potentials. They're not only victims, but they can manage their life. And one very interesting observation was shared by us by Dr. Amal, and she said that for her the most surprising thing was when she went to the rural areas and talked to really very poor women, they did not perceive poverty as their main problem, because they said we can manage even with the small money we have, but they would see the social peer pressure from the society as a problem to their life and also domestic violence. We have heard also examples about experiences in Kosovo and Chechnya, where we heard examples of economic growth or enterprises by women, and we discussed the issue that how important that is that women also gain from economic activities, and then that they need this kind of support. And the last point I would like to mention is that it's very important that all the organizations that are active in the fields, as women from the women's movement, women activists, that they continue to have a safe place where they can work on, and that they can defend the victims, and that the international community should also be in solidarity to strengthen the political sphere of civil society organizations. Yes, and I just want to add one thing I forgot earlier, is that we also talked about partnerships between NGOs and initiatives and movements that are against sexualized violence against women, and how successful or not successful they are. And we also talked about how Opantish is actually an umbrella for other initiatives like HarassMap, Nazra, Musulreen, and other initiatives that are also working together against the issue. Das passt jetzt. Das passt jetzt ganz gut zu meiner Frage an Mohammed Khatib, ob die ökonomischen Bedingungen tatsächlich eher zweit- oder
drittrangig sind. Ägypten ist ja schon ein Land, wo es viel Armut und auch Analphabetismus gibt und wo vor allem auch die Familie, ja, wie auch in anderen Ländern, ein Support-System ist, gerade da, wo eben Arbeitslosigkeit herrscht. Das heißt, die Menschen sind auch familiär sehr eng aneinander gebunden. Ich glaube, Frau Jibril hat das heute Morgen sehr gut gesagt. Sie hat gesagt, es ist manchmal leichter, Diktatoren loszuwerden, als tatsächlich die eigenen patriarchalen Strukturen zu konfrontieren, angefangen mit dem eigenen Vater. Was würden Sie dazu sagen? I would say, genau, exactly, that's the point. Thing is, we were talking earlier about sexualized violence and how it feeds back into society, generation after generation. And the fact that the social culturalization of young children to become their own dictator in their own family and replicate the hegemonic structure in their families has the reason why this has continued for generations now. And one of the problems that we're facing in Egypt is that we remove the dictator. We can change the law. We can have a parliament that is democratically elected. But if the people in the parliament are not do not support causes for women's rights and women's rights acts as the public sphere and economically participate, then we won't be able to go any further. Wir können jetzt die nächste Videoeinspielung sehen. Die woher kommt? Welches Forum? Well, we had a dynamic discussion driven by our two guests from Libya, Majda and Naima, and they actually agreed that Libya has a strong legal basis going back many decades before Gaddafi that protects the rights of women. And the problem is the gap of implementation and having these laws applied in practice to protect Libyan women today. There were also some divergences of views between the two of them. And maybe Naima will explain. Yes, what we are worried now about, that the changement after the revolution, that these rights, which we have it since a very long time, and this right was because of the struggle of the women, according to the movement of women in the world, that we start lose this rights because of the fatwa. We can hear it every day from the Mufti. We have more than 22 fatwa that it's, and all them against the women's, you know, against the Islamic regard to women and as a person. So we are really worried about this because this is, it will be a fact after a little bit of time for the young generations, and it we start to lose our rights small by small. Now, she's not standing next to me, so I'll use the words of Majda, who had a different view. She was more optimistic about the future for women in Libya and took issue with the title of the conference, No Spring for Women, and said that she believed there was a spring for the women of Libya and that times would be better for them in the future. We also had the international perspective during our talk today, yes, right? But what makes me afraid that we have two cases in the trail, in the constitution trail, and these two cases, one of them was for the man have the right to marry more than one woman. Before it was preventing, according to special implementation, and now no, because it's against the Sharia. The court constitution said no, man has the right to marry more than one woman, according to him, even to four. And this is very dangerous, that we are afraid. The second trail now, but we don't have the resolution yet, it is in the constitution court. It's about the judge, woman judge, there is there. A case that they don't want any more women as a judge because it's against the Sharia, and this is very dangerous. That's we are worried.
And of course, a lot of the discussion focused on the victims of sexual violence during the conflict of 2011 and how they are waiting for justice, the various taboos and barriers to justice that they face from the family and from the politics, and how to overcome that is a major discussion. Yeah. And then, Naeem, if I could say in the end, I think everyone, we talked about the struggles after Muammar Gaddafi, how Libya lacks institutions. They're building from zero, even below zero, yes. The systems of justice, the systems of governance, yes. And all of that plays a very hindering role, yeah. For women to seek justice. Yeah, I mean, always it's good to have a very strong government and parliament who give the rights for the women, even if there is no implementation for the women, but it is a very good reason, and that's what Lema from Palestine talk about. It's very good reason to have and to keep these rights for the future. Ja, das war das zweite Forum, deswegen spreche ich jetzt auch Naeem Ajbil selbst direkt schon mal an. Sie haben die Fatwas erwähnt, die Scharia, und darüber könnte man natürlich jetzt auch noch eine ganze Konferenz füllen, weil was bedeutet die Scharia, wie viele Auslegungen derselben, in welchem Kontext, in welchem Land gibt es. Meine Frage an Sie wäre, ist die Religion wirklich nur ein Hindernis oder kann sie auch ein Schlüssel zur Veränderung sein? Und ich möchte da auch insbesondere zum Beispiel auf den sogenannten Reform-Islam hinweisen. Es gibt bekannte Feministinnen im Reform-Islam wie Amina Wadud oder Asma Barlas. Sehen Sie da einen Schlüssel, um weiterzuarbeiten und auch nach vorne zu blicken? Und wie können Scharia und internationales Recht auch zusammenkommen? لا شك أن هناك فرق كبير وأنا قلت هذا في الصبح طبعا ما بين الشريعة وما بين الدين الإسلامي وما بين الإسلام السياسي. هناك فرق كبير. الإسلام السياسي هو أحد التيارات المؤدلجة الموجودة في الساحة العربية الآن واللي تعمل فعلا بنشاط واستطاعت أن تصل للسلطة في مصر. أما الدين الإسلامي فلا شك أنه مثل جميع الأديان يرغب في الأمن الإنساني من خلال العدالة، الأمن الإنساني للبشر جميعا وللمرأة على وجه الخصوص، لأن أمن البشر أيضا من الأمن الإنساني للمرأة، والذي يبنى على العدالة وعلى المساواة وعلى الحرية وعلى عدم العوز وعدم الحاجة وعدم الخوف، وهذا هي المبادئ الأساسية للأمن الإنساني اللي الآن هو محل النقاش في جميع المحافل الدولية. هل نستطيع فعلا أن نصل إلى تحقيق الأمن الإنساني للمرأة وبالتالي المرتبط بالأمن الإنساني القومي لهذه الدولة أو ذاك أو تلك؟ طبعا هذا هو السؤال المهم واللي هو يقع على عاتق القانون الدولي الإجابة عنه. أما بالنسبة للشرائع الدينية فجميعها أجابت عن هذا السؤال. يبقى شيء مهم الحقيقة، أنا من الناس اللي يعتقدوا أو يؤمنوا طبعا، وهذا رأيي الشخصي، أنه بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي هناك مسلمون وهناك مسيحيين. يولد المرء في العالم العربي والإسلامي ولديه ديانة معينة، إما مسلم إما مسيحي، أو لما كان متواجد في الدول العربية الجاليات اليهودية ولا زال منها متواجد كثير. فهذا الإنسان بالطبيعة يولد بهذا الدين. ومن ثم أنا أؤمن الحقيقة بأنه لا يمكن فصل الدين عن الدولة لدينا. لماذا؟ لأن الإنسان يولد، يعني الناس التي لا تؤمن بالدين في الدول العربية والإسلامية نسبة لا تذكر، ولكن الأغلبية عندهم يولدوا بالطبيعة مسلمين مسيحيين يهود على هذا المنوال. أما السلطة فأنا أؤمن بأنه يجب فصل الدين عن السلطة. السلطة اللي هي المؤسسة الحاكمة اللي هي بناء الدولة اللي هو العمل السياسي اللي هو المؤسسات الدستورية،
مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية إلى آخرها لبناء القوانين المعمول بها في المجال المدني والجنائي والإداري والمؤسسي أيضا. ولكن بالنسبة للأحوال الشخصية فهو طبعا لدينا مطبق القانون الإسلامي وهو يختلف حسب المدارس. فاللي حصل هناك it's very interesting your question really, and you always it's the moment. We only yes. فالآن توجد يعني هذا I will finish quickly. توجد في الفقه الإسلامي فقه الشريعة عدة مدارس. مدارس فقهية متعددة، وهذه المدارس الفقهية اللي هي تفسر القرآن والسنة أتت من مناطق إسلامية متعددة، من إيران، من الهند، من باكستان، من أفغانستان، من غيرها. وماذا عكست هذه الفتاوى؟ عكست عقلية الناس وظروف الناس في تلك الفترة. بمعنى إذا كان في منطقة، لأن هنا يختلف بحسب الزبان والمكان، إذا كانت المنطقة في منطقة مغلقة وتنظر بتمييز إلى المرأة وبدونية وبدرجة ثانية، سوف تكون الفتوى في هذا المجال. إذا نظر للفتوى في ألمانيا من خلال الجوامع اللي عندكم في ألمانيا، سوف تكون الفتوى بأن هناك مبدأ مواطنة، هناك دستور، وبالتالي مساواة تامة. ومن ثم نحن نتمسك بشيئين. أنا شخصيا أحكي عن نفسي يعني، وهذا تيار كبير الآن موجود في ليبيا وفي كثير من الدول العربية، يجب أن نفصل السياسة عن الدين، ولأن لعب الورقة بالإسلام السياسي سوف تؤدي إلى مشاكل كثيرة طبعا، وتعمل الجهات اللي هي فعلا لديها تطرف في تفكيرها على فرض سياستها من خلال ورقة الدين التي تخاطب النفوس الضعيفة، وهذا very danger. Vielleicht können wir ja auch in der Diskussion noch mal auf reformerische Ansätze eingehen. Jetzt wollen wir aber das syrische Forum auch noch sehen. Yeah, in the forum that discussed the Syrian situation, there is a comment thought that the international organization, unfortunately, they don't do their job quite well because there is lack of communication between the organization who's offer support and help for refugees, and this reflect to the Syrian refugees in all the neighborhood countries, Lebanon, Jordan, Iraq, Iraq somehow, and Turkey. And this means that cost the refugees sometimes lives because they don't achieve and reach the right place. So there is lack of information, which is the international community that they are responsible of this. I mean, not community, but of course the organization working on the field. And this is the main and the main thing that that can be told about the situation and how this reflects to refugees' situation in the three countries. Okay. And add maybe another problem that we face with many Syrian and other organizations working in that field, that there is still a lack of professionalism. It's such an overwhelming size of the problem that no organization is really prepared to deal with the amount of cases that now is there. And therefore also one conclusion from the forum was we still need a lot more of expertise, a lot more of training for people who then are able to help with this issue. And a second thing that was mentioned, I mean, in this forum we originally planned to give a bit of experience from other cases and see what is useful for the Syrian case. And both from the look at Afghanistan and Bosnia, we were saying one of the most difficult things is really to draw good conclusions from other cases because they simply don't compare in many aspects. So we can't just say what worked well here, it will work well there. And one of the main lessons here is really deal with the society, look at who you are trying to help in their social context and tailor your work to them, otherwise it will not lead to sustainable results. Rula, die Journalistin Sonja Sekri hat heute in Kantara.de einen Beitrag gebracht, der sich Wüstenmärchen nennt.
Untertitel: Die Mischung aus Sex, Islam und Krieg ist ein sicherer Köder für westliche Medien, die oft auf Propaganda aus dem Nahen Osten reinfallen. Das ist ein provokativer Titel. Ich Ihre Frage an Sie aber, weil das konnten wir auf dieser Tagung natürlich auch nicht abdecken. Welche Rolle spielen die Medien hierzulande? Welche Rolle sollten sie spielen? Wie können sie hilfreich eingreifen? Auch was die Terminologie angeht, anbelangt, wie betiteln wir etwas? Frau Sellers hat gestern Forced Marriages als Sklaverei bezeichnet. Und wie können Sie als Journalistin von innen heraus mit der Situation arbeiten? Arabic. Pick up your headset, please. أول شيء اسمي رولا أسد وليس أسد بالترجمة إجت الأسد وهذا في شوية فرق بالنسبة لسؤالك طبعا الجنس والدين الجنس والحرب والدين هي أكيد هي كتير مواضيع مغرية للإعلام وهذا الشيء عم بتكرر يعني هلا بهيدي الأيام رغم كل المصائب والأزمات والحروب اللي عم بتصير عبر التاريخ عم يرجع يتعاطى مع الدين في زمن الصراعات بنفس الطريقة مع النساء بتصويرهم ضحايا وإلى آخره اللي عم نحاول نساوي كشبكة صحفيات سوريات أو نحن فقط مشروع صغير ضمن مجموعة كبيرة من المشاريع السورية اللي عم تحاول تبني مجتمع مدني أقوى عم بتحاول تشتغل أكثر على بناء مفهوم المواطنة لأنه بسوريا في هلأ شيء الإعلام الجديد اللي هو citizen journalist أو citizen journalism اللي هو بيلعب دور كتير كبير هو مو بس صحفي هو بيعكس المجتمعات المحلية اللي عم يجي منها هذا بيعني إنه في مناطق كتير صغيرة في سوريا سواء كانت بلدات أو ضياع صار عندها الميديا الخاصة فيها وبالتالي الامرأة الموجودة أو حتى الرجل الموجود في أقصى شمال أو شرق أو جنوب أو غرب سوريا اللي كانت الوسائل الإعلام التقليدية ما عم توصل لعندهم صارت النيو ميديا الميديا الجديدة صارت عم توصل وبالتالي لحتى يصير في تغيير بالمجتمع لازم يكون في شغل على بناء مهنة الصحافة والصحفي والصحفية الجيدة من مبدأ المواطنة من مبدأ المساواة بين الجنسين وهذا ما متواجد بكليات الإعلام بأغلب الدول العربية بس بقدر أحكي بشكل خاص عن سوريا ما في حساسية النوع الاجتماعي بالإعلام وبالتالي بتجي هاي المشاريع مكملة أو بتجي لحتى تواكب أكثر شو في هلأ طارق وبالتالي بتقدر توصل لشيء المنشود وهو المساواة بين الجنسين عبر الإعلام لأنه الإعلام هو مو مكتب بيغطي مواضيع هو بالحالة السورية هلأ هو عم يعكس المجتمع كيف تعامل مع النساء كيف تصويرهم كيف تصوير الصراع الانتهاكات الأخرى السؤال الثاني ما حصلت عليه ممكن تعيدي لي Can you repeat just the second question? Die Frage von Terminologie, wie man auch sprachlich auf solche Konflikte positiv oder negativ einwirken kann und welche Rolle auch tatsächlich die westlichen Medien spielen sollten oder könnten, um eben nicht einerseits, wie Sonja Sekri sagt, auf Propaganda hereinzufallen, aber andererseits auch wirklich sehr scharf und genau zu gucken, was findet am Ort wirklich statt und da zu differenzieren. هذا كتير صعب لأنه في البداية كانت كل وسائل الإعلام سواء كانت المحلية أو الدولية بلشوا يسموا هذا مثال فقط الصراع في سوريا على أنه احتجاج بعد الوسائل سمته الثورة بعد فترة صاروا يسموه صراع هلأ بيسموه حرب أهلية فمشكلة المصطلحات هي ما بنقدر نعممها لأنه بحاجة لمهنية عالية من وسيلة الإعلام بحد ذاتها وهي بتخضع للمجتمع أكيد نص السوريين بيسموها ثورة والنص الثاني بيسموها أزمة ونفس الشيء إذا بدنا نرجع للسياق اللي له علاقة بالنساء إذا بدنا نسميهم ضحايا ولا بدنا نسميهم شهيدات ولا بدنا نسميهم ناجيات ولا حرائر هذا الشيء بده ياخذ فترة من الزمن برجع بقول المواطنة هي الحل بتحديد خاصة بالمجتمع السوري لأنه طبعا أنا سورية هي الحل حتى نعمل مستوى من التواصل والحوار بين بعضنا عدا عن ذلك بدنا نضل نرجع لدوائرنا الصغيرة اللي هي أنا كيف في مجتمعي المحلي بنظر إلى المرأة وكيف الآخر بينظر للرجل ودوره والأدوار النمطية اللي بتنعطى لكل حدا فهذا بتصور كتير تحدي نقدر في الوقت الراهن لا
لأنه هي مو بس مشكلة سوريا في الإعلام، هي مشكلة كل وسائل الإعلام تقريبا بالتعاطي مع الأزمات أو بالتعاطي مع النساء ودورهن. في عندي تعليق صغير، من الصبح عم نحكي عن النساء بسوريا أغلب شيء والانتهاكات وضحايا، وهن ضحايا جزء منهم، بس بحب كمان أكد على الحركة النسائية في سوريا اللي هلأ عم تشتغل كتير بشكل قوي ومكثف، وهم باعتباري أنا بألمانيا بدولة غربية، أنه هي بحاجة الحركة النسائية حالياً كتير من الدعم لتستغلوا الفرصة، لأن نحن بنشوف أنه هلأ في فرصة كنساء تحصيل تمثيل سياسي أفضل، تحصيل تمثيل أكثر بكل مجالات الحياة وخاصة بكتابة الدستور، لأنه الواقع بيقول التغيير المجتمعي رح يأخذ كتير وقت، بس وقت بيكون في عنا قانون ممكن نعتمد عليه أكثر. ففي كتير نساء، في كتير مجموعات نسائية عم تشتغل، مو كل النساء السوريات ضحايا، في جزء منهم ضحايا مزبوط بحاجة دعم، بس في جزء كتير كبير عم يشتغل وعم بيصارع على الأرض، فهنك دائما بحاجة دعم وسوليداريتي من الكل بكل وقت. شكرا. Ja, das ist auch eine schöne Überleitung zu Franziska Brandner. Und die Fragen, die ich an Sie habe, die würde ich dann auch gerne hier noch ans Panel weitergeben. Also bitte widersprechen Sie sich oder tragen Sie noch etwas dazu bei. Das eine hat Rula Assad eben schon angesprochen. Wie kann man die Frauenbewegungen am Ort unterstützen aus deutscher politischer Sicht? Wie kann man ihnen helfen, auch to unite? Wie kann man sie international vernetzen? Und mich würde auch noch sehr interessieren, wie kann man, wir haben ja auf dieser Tagung sehr viele aus sehr vielen verschiedenen Ebenen, parlamentarisch, außerparlamentarisch, sehr viele unterschiedliche Ebenen gehabt, wie kann man den Bottom-up-Prozess mit dem Top-Down-Prozess national und international vernetzen? Das wären jetzt eigentlich Fragen, die ich an Sie alle habe, aber eine, die mich noch drängt, die ich noch schnell vorneweg ziehen möchte, ist die Frage der Waffen. Das kam hier auf der Tagung häufiger vor und es gibt ja einen, ich glaube, Women under Siege hat, glaube ich, auch einen Artikel auf seiner Website, wo der klare Zusammenhang zwischen der Nutzung und dem Besitz von Waffen und Gewalt gegen Frauen hergezogen wird. Die UN haben im April 2013 ein UN Arms Treaty verabschiedet, was die USA bis heute nicht ratifiziert haben. Deutschland ist der, glaube ich, drittgrößte Waffenexporteur in die Region. Wo würden Sie als Politikerin, und das wäre die Frage, die ich jetzt gerne noch schnell vorziehen würde, wo würden Sie als Politikerin ansetzen, weil dieser Zusammenhang ist ja doch sehr eindeutig. Ja, der ist sehr stark eindeutig. Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute die Zeit gelesen hat. Das ist eine große deutsche Zeitung, wo Helmut Schmidt Aufmacher ist, der sagt, wenn die Deutschen schon sonst keine andere Außenpolitik machen, sollten sie wenigstens aufhören, Waffen zu exportieren in die Krisenländer. Und ich finde das eine sehr richtige Aufforderung. Und wir haben in Deutschland die Situation oder in Europa generell, dass natürlich durch Haushaltskürzungen die Nationalstaaten weniger Waffen kaufen und die Industrien aber natürlich weiter auf dem gleichen Niveau produzieren und dadurch gezwungen sind, wenn sie keine Kapazitäten abbauen wollen, stärker zu exportieren. Und die zurückliegenden Regierungen haben daraus dann gemacht, gut, wir helfen beim Export, anstatt zu sagen, wir helfen euch in der Konversion der Arbeitsplätze in die zivile Arbeitswelt in Deutschland. Und das wäre eigentlich die Aufgabe zu sagen, wir müssen einen Konversionsprozess haben für unsere Rüstungsindustrie, weil de facto produzieren wir zu viel. Das passiert aber nicht und deswegen exportieren wir in so stabile Länder wie Saudi-Arabien. Wenn ich es ganz kurz sagen darf, mich hatte die Debatte über die Waffenexporte nach Syrien in Deutschland extrem geärgert. Herr Westerwelle und die Regierung hatte sich hingestellt und gesagt, wir wollen keine Waffenexporte. Gleichzeitig hat sich in dem Jahr der Export von kleinen Waffen an Saudi-Arabien verdoppelt. Wohl wissend, dass ja kein Krieg in Saudi-Arabien ist, sondern in Syrien. Und wir wissen, dass Saudi-Arabien nicht ganz fern ist von einzelnen der Akteure in Syrien. Und wir auch wissen, dass viel dann nach Syrien weitergeht. Und das fand ich eine sehr heuchlerische Position, zu sagen, wir sind gegen die bösen Franzosen, die an die syrische Opposition Waffen liefern. Wir
liefern sie nur den Saudis und den Kataris und dann ist uns egal, wohin das weitergeht. Wohlwissend eben, dass dort in diesen Ländern eigentlich kein erhöhter Bedarf an Waffen ist. Also von daher eindeutig heuchlerische Debatte auch in Deutschland, dringende Debatte notwendig zur Konversion der deutschen Rüstungsindustrie. Aber lassen Sie mich trotzdem noch was sagen zu der Frage, wie kann man die Frauen stärken? Ich hatte mir als allererstes aufgeschrieben, sehr starke und tolle Frauen in der Region, weil ich das auch wirklich immer wieder unglaublich beeindruckend finde, wie stark, inspirierend so viele Frauen aktiv sind in all diesen Ländern Nordafrikas und ich die auch immer wieder für mich und meine Arbeit sehr inspirierend finde, einfach zu sehen, welcher Wille und Mut auch dahinter steht und welche Klugheit, dass ich das eben nicht immer nur als Opfer sehe, sondern wirklich einfach sehr starke Frauen dort sehe. Zu der Abschreckung von Frauen in diesen Prozessen, denke ich, müssen wir immer klar signalisieren, man trifft auch die Frauen, die Organisation. Also ich habe zum Beispiel Frau Ashton immer jedes Mal getriezt, wenn sie gereist ist. Und wie viele Frauenorganisationen haben sie getroffen? Wie viele Frauen haben sie getroffen? Immer nachzufragen, einfach, dass sie schon wissen, oh Gott, wenn ich niemanden treffe, stellt die Frau Brandner wieder die blöde Frage im Parlament. Ja, ich meine, das ist natürlich, irgendwann ist man diejenige, die immer die Frage stellt, aber dadurch natürlich auch bei denen, ja gut, wir müssen ihr irgendeine Antwort geben. Und wenn wir Frau Brandner jedes Mal sagen, es gab keine Frauen, dann habe ich immer hinterher die Namen hinterhergeschickt, habe gesagt, nächstes Mal treffen Sie bitte diese. So, und das sind natürlich Prozesse, um auch auf Frauen aufmerksam zu machen. Ich denke auch, dass wir eine Verpflichtung oder auch eine Aufgabe haben, Dialog zu gestalten zwischen Akteurinnen in den Ländern, die nicht mehr miteinander reden und in Teil des Polarisierungsprozesses sind und wo wir vielleicht eine Vermittlerrolle, ein neutrales, wenn möglich, Forum geben können, auch professionelle Hilfe, um trotzdem Dialog zu ermöglichen, weil ich glaube, zum Beispiel auch in Ägypten es extrem notwendig ist, dass der Dialog weitergeht. Es wird nicht ein Drittel der Bevölkerung verloren gehen oder vernichtet werden oder wie auch immer, außer eben im Krieg. Ich glaube, da haben wir eine Möglichkeit, auch die Frauen wirklich zu unterstützen. Und dann ist es natürlich eben wichtig, ja, dass die Medien auch auf das Thema hinweisen, dass es genügend Gelder gibt für Traumaarbeit, für Nachbereitung und man eben nicht wegschaut, sobald, sage ich mal, der Konflikt an sich vorbei ist, dann fängt ja die Traumaaufarbeitung meistens erst an. Und dann sind die internationalen Gelder aber meistens schon wieder im nächsten Konfliktland. Und das ist sehr schlimm für viele der Frauen, die eben dann überleben. Das sind auch Männer, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind und dann eben die Gelder und Projekte dafür fehlen. Und auch jetzt in den Flüchtlingscamps habe ich immer darauf gedrängt, eben, dass die EU auch mehr diese Clinics finanziert, also die wirklich eben die Traumarbeit machen, die geschulte Therapeuten auch dort haben. Meistens ist es dann, wird es reduziert auf gynäkologische Kliniken. Das finde ich immer etwas traurig. Also ist meine Erfahrung, dass sie dann sagen, wir haben dann aber jetzt nochmal 3 gynäkologische Kliniken dazugetan, wo natürlich die ganzen zusätzlichen Geburten, von denen wir heute auch gehört haben, dann natürlich irgendwie aufgefangen werden, aber das ist ja nicht alles, sondern eigentlich müsste da wesentlich andere Betreuung noch dazu. Aber das ist, muss man sagen, bei mangelnden knappen Ressourcen immer eine Abwägung. Ja, Frau Brandner, wollen Sie jetzt, dass wir die Leute ernähren oder sollen wir uns auch noch um Ihre psychischen Probleme kümmern? Ja? Und es ist halt wirklich häufig die Abwägung, wenn wir nur so viele Euro haben, geht es ins Essen, eben jetzt, wenn es kalt ist, in die stärkere Dichtung der Zelte oder für einen Therapeuten. Und deswegen, denke ich, muss man da ganz hart für mehr Gelder kämpfen und sagen, es reicht eben hinten und vorne nicht und wir brauchen eben mehr. Und diese Debatte ist ja auch bei uns leider schon nicht mehr sehr öffentlich. Also, dass man aus diesem Konflikt immer rauskommt, ja, wo ich natürlich eine Abwägung, lässt man die Kinder verhungern so, oder kriegt die Mama eine Therapie, dann wahrscheinlich trotzdem sagt erstmal, das Kind isst. Aber eigentlich ist der Debatte, wir brauchen mehr Geld. Und wir haben eine größere Verantwortung und müssen mehr Gelder zahlen, wo wir, glaube ich, alle nicht bereit, also die Regierung bis jetzt leider nicht bereit sind, mehr zu zahlen. Frau Buchholz und vielleicht Mohammed Khatib würden auch gerne was noch dazu sagen. Sehr gerne, auch zu beiden Punkten, wenn ich darf. Frau Brandner kann als Politikerin natürlich in der Rüstungspolitik Impulse geben für Veränderungen. Das kann ich als Vertreterin eines Ministeriums nicht, aber ich kann die aktuelle Position der Bundesregierung noch mal darstellen in Sachen Rüstungsexport. Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive Rüstungsexportpolitik und hält unverändert an den strengen Regelungen der Exportkontrolle fest. Das tut sie, das weiß ich als Länderreferentin, unter anderem auch für Algerien, aus persönlicher Anschauung mit Prüfung
im Einzelfall und natürlich mit Blick auf die Menschenrechtslage und natürlich mit ganz besonderem Blick darauf, ob mit einem Export auch Krisen in anderen Ländern verschärft werden. Das zu dem einen Punkt, aber ich würde gerne aus noch stärkerer Involviertheit zu dem Thema Vernetzung von Frauen etwas sagen. Das ist in der Tat aus verschiedenen Ebenen, aus unserer Perspektive sehr richtig. Eine hat Frau Gebril heute Morgen angesprochen, die ist bis jetzt wenig zur Geltung gekommen. Es geht ja auch um die Vernetzung von den Frauen untereinander in der Region. Und Sie hatten sehr schön das Beispiel mit Tunesien genannt, dass Libyen bei der politischen Partizipation, bei dem Empowerment auch auf Tunesien schaut. In Tunesien geben wir uns besonders Mühe, diese politische Beteiligung zu fördern. Und aus den zwei Projekten, die wir in diesem Bereich haben, möchte ich zwei Erfahrungen teilen. Wir haben über die Europäische Akademie für Frauen hier in Berlin versucht, in den Regionen den Frauen politische Fähigkeiten verstärkt mitzugeben. Und was besonders erstaunlich war für uns, ist, dass es als allererstes schon mal an dem öffentlichen Raum mangelte, wo diese Frauen zusammenkommen können. Und diese Erkenntnis haben wir geteilt mit anderen Staaten und anderen Frauen auf einem deutsch-arabischen Frauennetzwerktreffen hier in Berlin im Auswärtigen Amt im Herbst, wo sehr übereinstimmende Erfahrungen uns mitgeteilt worden sind. Also vernetzen und öffentlicher Raum und öffentlichen Raum schaffen, das war so eine Kombination, die ich sehr spannend fand. Und die andere hat Frau Brandner auch gerade angesprochen, die EAF, also diese Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, hat eine Ausstellung nach Tunesien gebracht, ins Arabisch übersetzt, mit dem Titel Die Mütter des Grundgesetzes, also des deutschen Grundgesetzes. Das waren nämlich nur in der Zahl 4 Frauen, die aus jeweils einer Partei den Artikel, der die absolute Gleichberechtigung in das heutige Grundgesetz eingebracht haben, verfochten haben. Und diese Ausstellung hat in Tunesien einen unglaublichen Erfolg gehabt. Natürlich allein wegen der Zahl in dem tunesischen Parlament, in der Verfassung, die mit der Ausarbeitung der neuen Verfassung beauftragt ist, gibt es 49 Frauen. In Deutschland damals waren es nur 4. Und das finde ich jetzt so wichtig, es war ein Konsens über die Parteigrenzen hinweg. Und das, glaube ich, ist heute auch nochmal sehr stark in dem Forum zu Ägypten deutlich geworden, dass dieser inklusive Dialog, der Dialog der Frauen über die Parteigrenzen hinweg bei dem Thema der Gleichberechtigung als Basis für alles, was wir heute diskutiert haben, so wichtig ist. Danke. Ich würde gerne, dass Mohammed Khatib, Rula Assad und auch Frau Gebril nochmal sich kurz auf diese Fragen oder irgendwas anderes, was Sie dazu gerne noch beisteuern möchten, dazu äußern, bevor wir dann jetzt auch dann zum Plenum übergehen und dass die auch noch Fragen stellen können. Mohammed, do you want to start? Or? Can you just repeat the question in English, because I didn't catch the translation? Would you like to relate to what was talked about now on the panel as far as... Yeah? Yes, of course. In terms of for the past 2 days in the conference and the forum where we discussed in more details about the situation of sexual harassment and how it affects women in Egypt, in general, because it's an endemic issue, it takes several forms. It can take a domestic violence form, it can take a physical violence form in the public sphere. The public sphere is there, it's tahrir, or it's anywhere else. However, the problem is with securing the public sphere and making sure that women have safe access to it so that when they go to protest and voice their opposition and dissent, they don't get molested. Thing is, part of what used to happen in Cairo, especially Cairo, because it's like the center of all attention in Egypt. Unfortunately, I'd like to be more decentralized, but at the moment it's very centralized in Egypt. Most of the opposition protests happen in Tahrir, and when the Al-Tahdiyya protests were the anti-Morsi protests.
And there were very rare incidents of التحديه, sexual harassment, and the only incident I know of were the Muslim Brotherhood members who were sexually harassing men and women, but that was like a one-off thing. But most of the sexual assault and mobs were targeted towards Tahrir. Because in the beginning, at the start of the revolution, the Tahrir Square was an image of public sphere access to everyone, available to everyone. And that also encouraged women's participation in huge numbers in the beginning of the 18 days of protest. And of course, that's obviously a motivation of why these crimes happen. And I believe Maris was right, and Amal was right as well. The sexual harassment has an aspect that's more politically motivated, mobs going out and targeting specific women, especially during the 25th of January protest, 2013, because there were specific women activists who were targeted by mob assaults. So it's more of an assassination attempt, really, like semi-assassination attempt. But afterwards, like for example, on July 3rd, when Morsi was deposed and everyone was celebrating the fall of Morsi, it was a celebratory kind of harassment, and there was no specific mob. It was more because of the culture that needs to be changed at the moment. Naima Rula, maybe you relate to what? Jetzt bin ich auf Englisch. Vielleicht möchten Sie noch was sagen, bevor wir dann auf die Fragen übergehen aus dem Publikum. Möchten Sie noch sich auf die anderen Redner beziehen? Yes. أنا أذكر فقط أن يجب أن يركز المنظمات الدولية والإقليمية وحكومات الاتحاد الأوروبي على دعم بناء قدرات المجتمع المدني في ليبيا، لأنه هو اللي يمثل قوة التغيير في المستقبل، وهو يعني جسم ناشئ جديد مثل الأحزاب السياسية. يجب أن نركز على بناء قدرات هذا المجتمع، هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية أيضا يجب أن نركز على عدم ربط الصراعات الموجودة الآن بما يراه البعض من آراء معينة. فمثلا مثل الفتاوى اللي تصدر الآن من المفتي في ليبيا، هي مش ملزمة، هي ليست بقانون، ولكن خطورتها تكمن في إعداد الأجيال القادمة وفي استباحة الحقوق والحريات للنساء في ليبيا في المستقبل، وهذا هو الخطورة بتاعها. فهذه أيضا يجب أن نحن نركز عليها ونعرف أن الفتوى غير ملزمة. النقطة الثالثة، السيدة أشتون، وأنا أتمنى أن تصل هذه الرسالة للسيدة أشتون، قامت بزيارة ليبيا ولم تسأل عن أي مرأة ليبية، ولم تقابل في التلفزيون على ما رأينا، لم تقابل أي سيدة ليبية، وأنتم عارفين الدور اللي لعبتها المرأة الليبية في الثورة في 17 فبراير. أيضا وزيرة الخارجية السابقة هنري كلينتون أيضا زارت ليبيا واجتمعت بالمسؤولين الليبيين ولم تطلب أن ترى نساء ليبيات حتى للتعرف عليهم. أنا أتمنى من الاتحاد الأوروبي ومن المنظمات الدولية الإقليمية، لأني لاحظت هناك تعتيم تام، 42 سنة من الدكتاتورية عتمت تحتيم تام على النساء في ليبيا ودور النضال الكبير في الوصول إلى حقوقهن، ومدى عمق التجربة النضالية التاريخية في ليبيا. أتمنى أن يكون في تركيز تبادل خبرات في هذا المجال، زيارات متبادلة، فتح قنوات الاتصال والتركيز عليها، حتى يكون هناك في مجال نستطيع أن نوصل صوتنا. ولا يغيب طبعا أن احنا نشكر كثير من المنظمات الدولية والإقليمية اللي قامت بدور كبير جدا، خاصة من ألمانيا ومن هولندا ومن بريطانيا، ففي عملية التثقيف وفي عملية بناء المجتمع المدني، في عملية الورش العمل اللي كانت تقام، ما في شك. ولكن أيضا الدور الآن انحصر عن كثير من المدن. لماذا؟ لأن فيه تحدي أمني كبير في ليبيا، وبالتالي بدأ يتقلص هذا الدور، وبدأ نوع من الخوف في اتجاه هذه المنظمات للعمل في ليبيا، في منظمات خاصة بجمع الألغام. ولكن أنا أتمنى أن الاتحاد الأوروبي يركز على جمع السلاح، كيفية جمع السلاح، يركز على كيف بناء قدرات الثوار الريبلز اللي هم الآن يشكلوا القوة الفاعلة في ليبيا واللي في إيدها السلاح. هناك كثير من الأشياء
أرغب في قولها ولكن أدع المجال لكي أسمع أصواتكم الجميلة وشكرا. غنى. الحديث كتير شيء بسيط باعتبار إنه ألمانيا هي دولة يعني لاعبة كدولة كInternational Community إنه هلا في فرصة بسوريا خاصة للنساء، برجع بقول خاصة للنساء، إنه رغم كل سوداوية الوضع بس طبعا هلا كل الانتظار لجنيف 2 وإلى آخره والعلاقة مع الأجسام المعارضة المختلفة، لازم يكون في دور لألمانيا كمثل ما قلت لاعب دولي إنه يكون في تمثيل للنساء، مو بس فقط تمثيل كعدد وإنما حتى في المراحل اللاحقة بكتابة الدستور، وما بيكفي نقول إنه الدستور يحتوي على المساواة الكاملة بين الرجل والامرأة لأنه هذا موجود سلفا بالدساتير، ولكن في مسودة للدستور بتاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، هي موجودة وجاهزة ولكن بحاجة لهذا الدعم والضغط، وقت بيصير في اجتماعات أو مفاوضات يكونوا النساء موجودين، يصير في إدراج لقضايا النساء بشكل جدي بحيث يكون في بالمستقبل تغيير مو بس على ورق وإنما يضمن هذا الشيء بالبلد. شكرا. Ja, danke schön. Ich würde jetzt gerne das Panel hier für Fragen öffnen. Sie haben jetzt die Gelegenheit, mit den Referentinnen hier ins Gespräch zu kommen, mit dem Panel. Insofern bitte stellen Sie Fragen, möglichst kurz und knapp formuliert, aber auch gerne Vorschläge aus Ihrer Sicht, welche Handlungsmöglichkeiten Sie sehen. Denn der Zweck des Panels ist ja, dass wir auch nach vorne blicken. Der Herr dort hinten, bitte. Da kommt ein Mikro. Guten Abend. Mein Name ist Kerim El-Essedi. Ich bin Iraker und lebe hier in Berlin. Meine Frage, es ist eine Frage und eine Bemerkung. Ich bitte von Anfang an, mich wegen der Zeit nicht zu unterbrechen, da ich nicht lange reden will. Es ist oft passiert hier, während man redet, dass man unterbrochen wurde und dann verliert man die Gedanken und die Frage. Ich gehe davon aus, von Titel unserer Veranstaltung, No Spring for Women oder auf Deutsch Keine Frühling für Frauen, und dann gibt es auch einen Nebentitel, das ist sexualisierte Gewalt. Und in diesem Titel sehe ich die zwei Positionen, die zwei Stationen. Das bedeutet Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Es gibt aber, ohne eigentlich das Thema minderwertig zu sehen, es gibt heute in unserer Zeit ein Phänomen, dass die Gewalt überhaupt in verschiedenen Richtungen zugenommen hat. Das ist politische Gewalt, militärische Gewalt, wirtschaftliche Gewalt im Sinne von Sanktionen zum Beispiel. Und jetzt haben wir auch ein Phänomen, geheimdienstliche Gewalt, die sich gegen uns alle ausrichtet. Meine Frage, das heißt, seit an wen stellen Sie die Frage, Herr Al-Assadi? Ich stelle die Frage an Frau Franziska und an Frau Nahima. Das heißt, ich wähle zwei mit Absicht, eine westliche deutsche Frau und eine arabische Frau. Machen Sie es kurz. Ich weiß, dass wir hier viel unterbrechen müssen, aber es sind zu viele Leute und die Tagung ist zu kurz. Ich meine, seit 25 Jahren sehen wir dieses Phänomen, dass die Gewalt eigentlich sich überhaupt, dass die Gewalt zugenommen hat, und gibt es ein anderes Phänomen, und das ist Niederlage von ethischen und ästhetischen Sichten, das heißt Niederlage im Kulturbereich. Ich habe Ihnen gesagt, unterbrechen Sie mich bitte nicht.
Lieber ich habe Sie gebeten. Herr Assadi, ja, ja, lassen Sie mich dann, in Ruhe reden. Ich muss Sie leider unterbrechen. Herr Assadi, bitte stellen Sie zwei Fragen, sonst müssen wir im Programm weitergehen, weil alle anderen auch Fragen stellen möchten. Sie sind nicht der Einzige. Ich bin fertig. Sie machen aber die Fragen haben Sie noch nicht gestellt. Nein, die Frage stelle ich jetzt. Ich denke, dass eigentlich Ideologien in der Welt von großen Mächten, die diese Gewalt führen und wo die Ursprünge dieser Gewalt zu bekämpfen ist, da wie kann man Frau Franziska ein Demokrat in seinem Land sein und ein Waffenhändler oder Aggressor in einem anderen Land sein? Dieses Perverssein führt uns zu diesem Problem. Herr Assadi, Sie vergewaltigen uns jetzt auch ein bisschen, wenn ich Wort Gewalt ansprechen darf. Sie haben die Frage an Frau Brandner gestellt, bitte. Wir können auch Fragen erstmal sammeln, ja. Gut, okay. Wer möchte? Der Herr dort. My question will be in Arabic. Take your time. Okay. سؤال هو للديسيجن ميكرز الموجودين بين البانيليست. انحكى خلال اليومين الماضيين على دور ضروره التعامل مع نتائج العنف الجنسي ضد النساء بالتساوي مع ضروره الوقايه من العنف البريفنشن. عبر التاريخ واثنين من البانيليست حكوا انه الديسيجن ميكرز من الانترناشونال كوميونتي او وقت عم يروحوا بيحضروا للعمليات السياسيه وعمليات الاتفاق على انه شو راح يصير بعد مرحله الانتقال ما عم ياخذوا موضوع اشراك النساء بالعمليه السياسيه. دوركم كديسيجن ميكرز شو تم عمله لحتى الضغط على حكوماتكم على حكومات الفاعله بالمجتمع الدولي لحتى يتم اجبار الاطراف السياسيه الموجوده بالدول اللي عم تمر بمرحله انتقال سياسي لحتى يتم اشراك النساء ككوتا ممكن يكون شيء مطروح بس يعني بهم انه شو صار وشو خطتكم لحتى تضغطوا على السياسيين اللي فاعلين بالمجتمع الدولي لحتى يفرضوا هذا الشيء لانه بيحكوا بهذا الشيء بس وقت بيجي التطبيق السياسي ما حدا بيقابل النساء ما حدا بيدعي النساء لاشراكهم الموضوع بيتم تجاهله فدورنا نحن انه نخلي هذا موضوع الجندر ايكواليتي والجندر جاستس يكون بضمن اولويات السياسيين شكرا. Die Dame dort aus Ramallah. انا عندي سؤالين بدي اذكر فرانشيسكا انه بعد الثوره بمصر أخذنا وفد من النساء المصريات وكانت ممثلة منهم من الإخوان المسلمين وإذا تذكري الكلام اللي حكته في الاتحاد الأوروبي عن التوليرانس عن المشاركة عن عدم السيطرة على الحكم عن عدم الترشح للرئاسة وبعدها بوقت مش قصير شفنا شو عملوا الإخوان المسلمين في مصر ومع ذلك لسه الغرب عم بيروج أن الإخوان المسلمين هن المودريت إسلام. يعني بسأل هيك موقف لأنه كمان اليوم سمعنا هيك حكي ورح نتم نسمع وإحنا من تجاربنا وإحنا أكثر ناس إحنا قصدي كليتنا اللي موجودين على الأرض في بلادنا بنعرف شو يعني إخوان مسلمين وإحنا في فلسطين بين قوسين جربنا حكمهم. يعني ما له علاقة بأي تولرانس ولا أي شراكة. السؤال هل ما يزال الغرب يعتقد أن شريكه المستقبلي في المنطقة سيكون الإخوان المسلمين اللي هن مديرات إسلام رغم كل اللي شفناه لحد هلا بالثورة السورية وبمصر وبتونس وكيف هذا بده يتعامل مع قضايا حقوق المرأة اللي لن يعترفوا فيها ولا بيحكوا فيها لحد هلا وبنعرف من الخبره لن يقبلوا بالمعايير الدوليه اللي محطوطه لحقوق المراه. السؤال الثاني المجتمع الدولي وبدي ارجع للحكي اللي حكته امبارح في مداخلتها ناديه من لندن. الثقه
في إجمالا في الوطن العربي بالشرعية الدولية والمؤسسات الدولية الرسمية، أنا ما عم بحكي، ما بحكي على الـ NGOs اللي بتقدم خدمات في المجتمع. هاي ثقة نتيجة لعدم تطبيق الكثير من القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط، من القضية الفلسطينية لحتى الآن بما يجري بسوريا، الموقف الدولي منها أحيانا مع أحيانا ضد، مرة مع النظام مرة ضد النظام، مرة بدهم يساعدوا بمساعدات إنسانية بس بعدين ما بتوصل يعني كل هذا مش عم يدعم إعادة بناء ثقة الشعوب في هذه المنطقة بهذه المؤسسات الدولية. كيف ممكن نرجع نعيد بناء هذه الثقة حتى نقدر نوثق إنه المؤسسات الدولية راح تدعم التطور الديمقراطي الفعلي في المنطقة سواء في ليبيا أو في تونس أو في مصر، وراح تحل فعلا وجزريا المشكلة في سوريا؟ Kommen Sie zum Ende. Also das sind jetzt viele Fragen an eine Person. Ich denke, dass die Fragen sind an die deutsche Politik und die internationale Politik gerichtet. Aber vielleicht kann Frau Buchholz ja auch Frau Brandner noch etwas unterstützen bei der Beantwortung. Ich kann ja mal anfangen. Ich fange an bei der. Wir hatten 5 junge Frauen aus Ägypten von ganz unterschiedlichen Richtungen nach Brüssel gebracht, glaube für eine Woche. Ich bin mit den allen 5 noch im Kontakt und es ist sehr traurig zu sehen. Eine hat in der Zwischenzeit den Sacharow-Preis des Parlaments bekommen, lebt mittlerweile in Saudi-Arabien, weil sie in Ägypten keine Chance mehr hatte, frei zu sein. Die andere, Ola, die sehr linke Aktivistin, ist jetzt in den letzten Tagen und Wochen verhaftet, sexualisierte Gewalt gegen sie genutzt worden, mitten in der Wüste ausgesetzt. Also von daher, wie geht die aktuelle, sage ich mal, nicht religiöse Übergangsregierung mit jungen Frauenrechtlerinnen um? Kein Deut besser als unter der Muslimbrüderschaft. Ich finde, das muss man fairerweise sagen, wie die jungen Frauen gerade momentan, sei es Mona Saif, die ja auch sehr bekannt ist, auch wirklich, ja, es wurde ja auch geschlagen und dann mitten in der Wüste ausgesessen. Also von daher, ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, die einen sind für die Frauenrechte und die anderen nicht. Ich glaube, dass es ein gemeinsamer Kampf sein muss für die Frauenrechte. Und die junge Frau, die damals von den Muslimbrüdern dabei war, die war ja erst in die verfassungsgebende Versammlung einberufen worden und wurde dann von den Säkularen so sehr angegriffen und wurde gesagt, nur weil ihr Vater auch schon bei den Muslimbrüdern war, was ist ihre Rolle? Sie ist zu jung, sie ist eine junge Frau, aber war sie Verfassungsrechtlerin, hatte das studiert und war eine tolle, mutige junge Frau. Und die Säkularen haben so lange Druck gemacht, bis sie wieder rausgegangen ist aus der verfassungsgebenden Versammlung, wo ich auch gesagt habe, warum macht ihr euch an dieser jungen Frau fest? Ja, eine der jungen Frauen, die sich wirklich auskennt, nur weil ihr Vater auch schon eine Figur ist. Das heißt, ich fand, an den 5 Frauen hat man sehr gut gesehen, wie schwierig es ist, festzumachen, wer ist gut und wer ist böse, wenn es um die Frauenrechte geht. Ich denke, wir müssen von allen die Frauenrechte einklagen, egal wer gerade in der Regierung ist, von allen, von der aktuellen Militärübergangsregierung, genauso wie von den Muslimbrüdern. Außerdem glaube ich nicht, dass Verbote etwas bringen in diesen Ländern. Den politischen Islam zu glauben, man kann ihn wieder nur in den Untergrund bringen, ja, und dann wird der politische Prozess gelingen, ist meiner Meinung nach keine realistische Perspektive. Und es gibt ja mittlerweile auch mehrere Parteien, ja, von Fatuch, und es gibt ja mehrere, es ist ja nicht nur noch eine Partei, sondern es sind ja mehrere Akteure. Und ich glaube, da muss der Dialog gelingen, aber basierend auf den Menschenrechten und den Frauenrechten. Und das muss klarer Rahmen sein, aber innerhalb dessen, finde ich, muss man die Dialoge führen. Zu der Rolle des Westens und zu was kann man die Regierungen zwingen? Schwierig. Ich finde ja berechtigterweise, dass viele Akteure und Aktivisten auch in den Ländern sagen, das ist unser Prozess, den müssen wir gestalten. Und es ist ja auch richtig, zum gewissen Grade ist unsere Erfahrung mit wir bringen euch die Demokratie limitiert im Erfolg. Von daher denke ich, muss man da aufpassen, auch einerseits, wie man sagt, wir wollen, dass ihr uns das erzwingt und andererseits gleichzeitig sagt, wir machen das aber selber und ihr habt uns nichts zu sagen. Ich finde den Diskurs deswegen auch teilweise widersprüchlich aus Ägypten, aus Tunesien, aus Libyen, dass man einerseits ganz starkes einschreiten will und andererseits aber auch sagt, bitte
kein neuer Imperialismus, wir können das alleine. In dem Bereich, was man machen kann, ist natürlich immer die Frage, wer kriegt Gelder, wohin gehen Gelder, wenn die Europäische Union zum Beispiel Gelder zahlt. Und wenn wir zum Beispiel Polizeireformen oder Justizreformen finanzieren, stellen wir sicher, dass dabei Frauenrechte, zum Beispiel Umgang mit Vergewaltigung, auch trainiert wird. Ja? Also sagen wir, wir reformieren euch die Polizei, wir bauen euch auch neue Häuser und zahlen auch die Schreibtische und die Computer, aber wir wollen extra Anlaufstelle für Frauen haben und die dann auch nur von Frauen besetzt sind. Zum Beispiel als Gegenbedingung. Zu sagen, wir machen das, aber dann bitte sicherstellen, dass es auch ein Fortschritt ist für die Frauenrechte in dem Land. Oder im Justizsektor genauso gibt es dort trainierte, ausgebildete Frauen, die mit Traumafällen, Juristinnen, ja, Richterinnen, die mit Traumafällen umgehen können, Anlaufstellen. Da, glaube ich, hat man einiges an Hebeln. Ansonsten habe ich den Eindruck, wenn man immer generell nur sagt, wir drehen den Geldhahn komplett zu, dann ist mittlerweile die Reaktion, naja gut, dann gehen wir halt nach Saudi-Arabien, Katar, zu anderen Ländern und dann haben wir vielleicht in der Zukunft noch weniger Einfluss. Also ich glaube, es muss ein Dialog sein, aber eben immer ganz klar sagen, das sind unsere Erwartungen, egal an wen. Und sich nicht auf die eine oder die andere Seite stellen, sondern sagen, das sind die Regeln, die gelten sollen. Und dann gehört natürlich die Frage der Glaubwürdigkeit dazu. Und da bin ich dann wieder bei den Rüstungsexporten, da bin ich beim Umgang mit den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen, wo wir natürlich auch ein absolutes Glaubwürdigkeitsproblem in der Region haben, weil wir ja auch nicht immer unbedingt die besten Menschenrechtseinhalter sind und eben die Konflikte auch mit durch unsere Waffen antreiben. Und da, finde ich, müssen wir erstmal selber ran. Ich finde übrigens auch, dass die Energiewende in Deutschland ein Friedensprojekt ist und Menschenrechtsprojekt ist, weil jeder Tropfen, den wir unabhängiger sind von den Energiequellen der Region, uns auch in eine andere Rolle versetzt, eine andere Außenpolitik zu machen. Aber gut, da sind wir dann nochmal auf einem ganz anderen Feld. Aber finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, den man häufig so vergisst, wenn man darüber redet, was kann man überhaupt machen. Dann bringt man meistens Energiewende nicht zusammen mit Frauen unterstützen. So, aber irgendwie hängt es auch zusammen. Frau Buchholz? Darf ich gleich, denn ich glaube, es hängt zusammen, um da anzuknüpfen, aus einer praktischen Perspektive. Unsere Entwicklungszusammenarbeit sieht das Thema Gleichberechtigung als eine Querschnittsaufgabe und insofern schaut das Auswärtige Amt, aber auch das zuständige BMZ in allen den Anträgen, und dazu gehört die Energiepolitik genauso, die auf staatliche Zusammenarbeit hinzielen, auf die ausreichende Beteiligung von Frauen. Und damit sind wir zumindest einen Schritt weiter. Wir haben noch keinen Druck ausgeübt, aber wir haben unsere Prinzipien klargemacht. Ein zweiter Aspekt dazu, das ist ein sehr starker Aspekt oder ein Aspekt, der sehr stark aus der Diplomatie kommt. Sie alle kennen die Resolution 1325 aus dem Jahre 2000 und wahrscheinlich viel besser als ich die vielen, vielen Folgeresolutionen, die im den Jahren darauf verabschiedet worden sind, nicht nur zum Schutz der Frauen, der Kinder und der Männer, der Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt, sondern eben auch, um Frauen zu beteiligen bei der Konfliktbeilegung, bei der Konsolidierung. Und in diesem Zusammenhang kann man natürlich schon sagen, dass allein diese jährliche Debatte, die im Sicherheitsrat nach dieser Resolution geführt wird, eine unglaubliche Dynamik in die internationale Gemeinschaft gebracht hat. Und durch besonderes Engagement der Europäer und der Amerikaner hier auch Positionen von anderen wichtigen und in den großen Krisen der Welt sehr, sehr entscheidenden Akteuren ein gewisser Druck ausgeübt wird. Damit, dabei könnte man natürlich das dicke Brett, was dabei gebohrt wird, als Bild nehmen oder der stete Tropfen, der den Stein höhlt. Aber aus einer diplomatischen Perspektive ist das sehr, sehr wichtig. Gibt es noch eine dringende Frage von jemand, der sich noch nicht gemeldet hat? Die Dame, letzte Frage, zwei letzte Fragen würde ich sagen und dann sollten wir zum... Okay, noch drei Fragen gebündelt und dann machen wir. Ja, ich bin Gitti Hentschel und arbeite hier im Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung und auch an der Umsetzung des nationalen Aktionsplans 1325 hier in Deutschland. Und ich möchte eigentlich jetzt noch mal darauf hinweisen und vor allen Dingen, also
internationalen ausländischen Frauen bitten, dass die vor allen Dingen versuchen, sowohl auf die Europäische Union als auch auf Deutschland Druck auszuüben, dass wir hier nämlich wirklich auch den nationalen Aktionsplan umsetzen. Der ist bisher ein Papiertiger. Und dieses, dass Deutsch oder Europa und die USA vor allen Dingen 1325 so vorangebracht haben, das ist eine internationale vernetzte Frauenorganisation gewesen, die das gemacht haben. Und das halte ich für unheimlich wichtig. Und ich finde, das unterminiert auch, was die Frauen geleistet haben in diesem Bereich, wenn sie das so darstellen. Das möchte ich einfach nochmal sagen und Sie wirklich auch bitten, wenn Sie deutsche Gäste haben, fragen Sie die, was tun Sie in Ihrem eigenen Land, also hier in Deutschland, bezogen auf die Umsetzung von Resolution 1325. Weil wir fordern das immer für andere Länder, aber nicht für Deutschland. Die Dame hinter Ihnen da. Guten Abend. Mein Name ist Susanne Barbeck. Ich bin Referentin für Afghanistan bei Medica Mondiale. Ich würde gerne das Thema nochmal aufgreifen mit Gender als Querschnittsthema in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich weiß wohl um die, wir haben ja einen guten Kontakt zum Auswärtigen Amt und auch zum BMZ, ich weiß wohl um die Bemühungen auch des Auswärtigen Amtes. Was ich mit dieser Strategie schwierig finde, und da würde mich mal Ihre Meinung zu interessieren, ist Gender als Querschnittsthema, ja. Also es steht irgendwie im Raum, es ist aber nicht klar benannt, was bedeutet das eigentlich konkret, wie werden wir das umsetzen, warum ist es nicht auch zeitgleich als separates, eigenständiges Thema, was es ja ist, unabhängig davon, dass es sich selbstverständlich durch eigene, verschiedene Themenbereiche zieht und auch ziehen muss. Ja, warum ist es kein eigenständiges Thema? Warum ist es nicht ausdefinierter? Gibt es Möglichkeiten, dass Organisationen wie unsere, die und die, die hier teilnehmen, sich auch inhaltlich in so eine Strategie stärker einbringen können, also als beratende Funktion beispielsweise? Wie stellen wir sicher, dass dieses Thema auch tatsächlich umgesetzt wird, dass wir uns nicht auf diplomatischer Ebene auch nur also nur, ja, es ist eine diffizile Sache, aber wenn wir nachhaken und die diplomatische Antwort erhalten, ja, wir kümmern uns, aber wir brauchen Zeit dafür und wir haben das, das und das gemacht und wir haben zeitgleich die Informationen von den Frauen, die on the ground, ja, auf dem Grassroots-Level arbeiten, dass das de facto nicht der Fall ist. Als Beispiel nenne ich nur ganz kurz das Evil Law in Afghanistan. Ohne das jetzt hier ausführen zu wollen. Wir müssen es, wir haben noch ziemlich viel Programm hinten dran, wir müssen es leider etwas kürzer halten. Die Leidenschaft brennt mal durch, ja. Aber das wäre meine Frage, wie kann man sich da stärker einbringen, wie kann man das sicherstellen und was bedeutet auch ausreichend Frauen? Also eine ausreichende Beteiligung könnte ja eigentlich nur 50% heißen und davon sind wir weit entfernt. Und wie können wir sicherstellen, dass wir nicht uns auf diplomatischer Ebene sozusagen verlieren und es nicht konkret wird und wir nicht an den Aktivistinnen im Feld dran sind. Dankeschön. Die letzte, bitte kurze Frage noch an Sie. Ja, wir haben heute sehr lange über unsere diese ganze Gewalt, über sexualisierte Gewalt gegen Frauen und über verschiedene Organisationen und auch unseren Bedarf, unsere Überforderung mit der Sache sehr deutlich gemacht, jetzt auf der Bühne, vorher in jedem Forum alleine. Die Frage ist, eine Lösung dafür zu finden. Wir haben durch diese lange Gewalt in diesen Ländern nie die Kapazität gehabt, jetzt einen Demokratisierungsprozess, was damit auch geht, durchzuführen. Das heißt, die Leute, die auch in Frauenorganisationen arbeiten, sie haben nicht die Fähigkeit, sozusagen das zu vertreten, woran sie denken, die meisten. Das heißt, es fehlt an Know-how, es fehlt an Gelder, es fehlt an Stärkung bei sehr vielen Organisationen. Meine Bitte ist es, dass wir hier eine Brücke aufbauen mit dieser ganzen
Erfahrungen, das man in Europa hat als Beispiel, dass wir das transferieren wirklich, dass wir Leute fortbilden, dass wir diese Leute damit auch stärken, dass diese Ideen realisiert werden. Und vielen Dank. Wer möchte zuerst antworten? Ich weiß, es gibt noch viele Fragen im Raum und ich weiß leider, Tagungen sind begrenzt. Nicht jeder hat den Platz, den er gerne haben möchte. Also wir müssen leider zum Schluss kommen jetzt. هو مو مو جواب هو بس لقلك مو بس النساء بدهن تمكين والرجال بدهن تمكين يعني ما نحط العلة إنه النساء ما لهم ممكنات فما فينا نعمل شيء يعني بس من وجهة نظر gender equality مرة تانية إنه حتى الرجال بدهن تمكين لا 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 ما بدنا نحكي بس عن النساء وقت بدنا نحكي هيك لازم نحكي عن النساء والرجال بدهن تمكين العلة مو بالنساء Okay. هو مو جواب هو بس مداخلة في مداخلة تانية بتفق مع السيدة إنه هو قرار 1325 وسيداو ما بيعمل شيء هو ورق على حبر حتى النساء بفلسطين قبل وقت بدهم يواجهوا أي عنف ما بيقدروا يقولوا للجندي هذا قرار 1325 اللي بيحميني سو في عن جد لازم يكون في استراتيجية أبعد لحتى يكون قرار 1325 ملزم للدول ويكون في عقوبات مو بس بيانات شجب وندب وحزن من الأمم المتحدة. Yes. أيضا أنا أنضم إلى صوت الأسدي في أن فعلا هل يمكن تحقيق العدالة لضحايا العنف من النساء؟ أو من الرجال من خلال اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية طبعا قرار 1325 هو يعتبر والقرارات الصادرة تبعا له هو يعتبر قانون الدولي الجديد هل استطاع أنه هو يجيب عن هذا السؤال لم يستطع بالعكس كانت محاكمات يوغوسلافيا ومحاكمات رواندا أفضل بكثير في وضع التعريف للاغتصاب وفي التطبيق أكثر من محكمة الجنايات الدولية اللائحة التنفيذية لها فإذا إحنا نقصدوه بالقانون الدولي الآن بقرار 1325 هناك فجوات كبيرة بين ما يفعله الأفراد والحكومات وبين هذه القرارات كيف نستطيع وأنا الحقيقة عندي يمكن جلسة في بيروت الأسبوع القادم هو أن كيف نستطيع أن نزيل الفجوات تنفيذياً وتشريعياً داخل الدولة ما بين قرار 1325 والواقع كيف يستطيع أن نصل إلى هذا فلا زالت هذه القرارات في قيد التنفيذ ووضح موضع التنفيذ هذه نقطة السؤال الآخر هو الحقيقة هل يستطيع القانون الدولي فعلاً أن يلعب دوراً في التغيير الاجتماعي لأن ثبت فعلا مع قوة الدول مع بيع الأسلحة مع ما يسير بالعنف الآن من حروب وغيرها هذه القرارات وهذه القوانين الصادرة من الأمم المتحدة أو غيرها أو مجلس الأمن لم يحل المشاكل إذن أنا في تصوري أن هذا السؤال الآن مطروح كبير على مستوى الدولي هو هل بإمكان القانون الدولي أنه هو يساهم في التغيير الاجتماعي اللي هو المشكلة الكبيرة اللي بنعانيها أنا ننهي بالنسبة للأستاذ العراقي الحقيقة هو أثار نقطة هي تمس العراق طبعا وأوجه السؤال للحاضرين فعلا يعني المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا رفض أن يكون هناك في حرب في العراق وخرج أكثر من نصف العالم في الشوارع وأكبر مظاهرة كانت في ألمانيا وفي بريطانيا خرج مليون واحد ضد الحرب في العراق ومع ذلك كانت الحكومة عنيفة ودخلت العراق وانت تعرف باقي ما حصل في العراق. Ich würde gerne Mohammed Khatib als empowered man noch das letzte Wort geben, bevor ich. Sie möchten auch noch was sagen, dann kriegen Sie das letzte Wort. Aber nur noch kurz bitte. Thank you so much. Well, I think one of the most important points that I can say as a final contribution to this panel is that one of the bright things, if trying to look for the positive side, one of the bright things I've experienced personally, and I think many of Egyptian participants can also agree with me, is the activism that's been going on against sexual harassment in Egypt. It's amazing. The brave men and women and men who are participating in Opantish or joining Nazra or any other of the initiatives in Egypt and are sometimes risking their lives
is really amazing. And I think this is a good indicator, because social change, how although it looks very difficult to happen, but with the people, the vigilantes, the volunteers, researchers, everyone who works in, and is active in this field, are they being the change, and that's a good thing. This is a very good indicator, and this means that hopefully in the future the society will also change as well and follow suit. Wäre eigentlich ein fabelhaftes Schlusswort, aber Frau Buchholz, sagen Sie noch was? Nicht, weil ich das Schlusswort oder das letzte Wort haben möchte, sondern weil einfach Fragen offen sind und die verdienen es, beantwortet zu werden. Aber bitte sprechen Sie mich auch danach nochmal an. Ich wollte Ihnen als Allianz für die Resolution 1325 auf keinen Fall zu nahe treten. Im Gegenteil, dieser Aktionsplan, den ich hier auch dabei habe, ist, glaube ich, eines der wenigen Dokumente, das ganz eng mit der Zivilgesellschaft erarbeitet worden ist. Und umso besser. Und ich glaube, soweit mir das bekannt ist, gibt es auch Kontakte und regelmäßigen Austausch im Rahmen von interministeriellen Arbeitsgruppen mit der Zivilgesellschaft, um die Umsetzung zu befördern. Dazu möchte ich einen Punkt aus sehr praktischer Perspektive wieder anfügen. Das ist eine Querschnittsaufgabe, so wird es jedenfalls verstanden im Auswärtigen Amt. Das heißt, die Mittel kommen aus den unterschiedlichsten Töpfen und deswegen auch aus den Mitteln der Transformationspartnerschaft. Wir haben im Koalitionsvertrag stehen, dass diese 2014 fortgesetzt werden sollen. Das heißt, wir hoffen auf Mittel, wenn der Haushalt verabschiedet ist. Und dann sind Sie herzlich eingeladen, zu uns zu kommen und mit uns zusammen Projekte zu entwickeln, damit wir diesen Ansprüchen, die im Aktionsplan definiert sind, gerecht zu werden. Und das vielleicht auch nochmal abschließend auf die Frage des Inputs, den die Zivilgesellschaft leisten kann bei den Genderfragen. Es ist ein Querschnittsthema, aber wir im Rahmen der Transformationspartnerschaft haben natürlich dieses Thema auch zu einem eigenen gemacht. Und auch hier gilt, dass wir in einem Wettbewerb der Ideen angewiesen sind auf Ihre Beteiligung, auf Ihren Input, und dass wir dann hoffen, gemeinsam in der Region auch Veränderungen herbeizuführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Buchholz. Ja, ich möchte Ihnen allen sehr herzlich hier auf dem Panel danken. Frau Djibril musste schon weg. Ich denke, es gibt hinterher auch noch Gelegenheiten zu sprechen. Ich möchte jetzt noch die letzten Worte an Heide Serra von Amica und Barbara Unmüßig vom Unmüßig, meine Lippen sind schon, weitergeben vom Vorstand von der Heinrich-Böll-Stiftung. Dankeschön. Ja, während ich hier zugehört habe, vielen Dank an Sie alle, ist meine Rede immer kürzer geworden, und ich halte das für ein sehr gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass in den Diskussionen hier nochmal im Abschluss und auch in den Videobotschaften eigentlich die vielen verschiedenen Themen und Thesen, die wir hier zusammentragen wollten, auch alle in einer hervorragenden Weise verbunden und präsentiert worden sind. Deswegen fasse ich mich jetzt auch sehr kurz. Eines der wichtigsten Dinge, die ich hier und heute zu sagen habe, ist ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir diese Konferenz hier mit ihrer ganz, ganz großen Unterstützung verwirklichen durften, dass wir hier so gastfreundlich aufgenommen wurden und dass wir das wirklich möglich machen konnten, denn diese Veranstaltung hier war für uns der Höhepunkt und der Abschluss unseres 20-jährigen Jubiläums in diesem Jahr, und wir sind wirklich Ihnen allen sehr, sehr dankbar. Also herzlichen Dank an Sie alle. Ich glaube, das, was wir alle mitnehmen aus diesen anderthalb Tagen, ist die Tatsache und der Eindruck, was für eine ungeheure Herausforderung der Kampf gegen sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe, der Kampf gegen sexualisierte Gewalt als ein Mittel, Frauen an den Rand der Gesellschaft zu drängen, darstellt. Es ist eine Herausforderung, die an die internationale Gemeinschaft gerichtet ist, an die lokalen Akteure und an uns alle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von Ihnen vielleicht auch aus diesen Tagen mit einem Gefühl der Überforderung herausgehen, mit einem Gefühl der Überwältigung, was wir hier miteinander besprochen haben. Ich danke Ihnen, dass Sie sich auf dieses Gefühl eingelassen haben, auf diese Erfahrung, denn das ist das tägliche Brot, mit dem unsere Partnerinnen in der Welt konfrontiert sind, mit dem wir als Akteure konfrontiert sind. Und deswegen war es uns in der Planung und in den Überlegungen vorher so wichtig, wirklich diese
unheimlich verschiedenen Aspekte auch zusammenzutragen. Denn wenn man sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt befasst und versucht, dieses Thema aufzuarbeiten, stellt man sehr schnell fest, es ist nicht ein einziges isoliertes Thema, es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Thema und es ist tatsächlich ein Thema, was die internationale Gemeinschaft angeht. Und deswegen haben wir hier so vielfältige und schwierige Themen miteinander diskutiert. Ich möchte mich auch nochmal anschließen dessen, was hier schon gesagt worden ist. Es gibt, und das haben wir auch auf dieser Konferenz sehr deutlich gehört, ein Rahmenwerk. Es gibt internationale Abkommen, die auch immer wieder erweitert werden. Es ist tatsächlich so, dass die UN-Resolution 1325 viele Nachfolgerinnen hat. Wir sind fast an dem Punkt, dass wir sagen, es sind genug Nachfolgerinnen, es wäre wichtig, das jetzt umzusetzen, was wir da haben. Wir haben klare Forderungen und die zeigen uns durchaus einen Weg vor, mit dem man dieses Thema angehen kann. Und deswegen würden wir auch hier nochmal das stark unterstreichen wollen, das bitte umzusetzen, was wir an politischem Willen bereits auf dem Tisch liegen haben. Zwei Dinge nehme ich ganz besonders aus dieser Konferenz mit. Das ist zum einen die Erkenntnis, dass es für Frauen und für Männer unterschiedliche Definitionen von Gewalt und von Frieden gibt. Und eine Sache, die mich sicher auch noch lange begleiten wird, ist das Statement von Patricia Sellers auch nochmal, beziehungsweise die Definition von Patricia Sellers, dass Frieden eine Definition ist oder eine Situation ist, in der alle Menschenrechte gleichberechtigt und ungeteilt vorhanden sind. Diese Definition wird uns sicher auch eine ganze Weile noch begleiten. Zum Abschluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf einen ganz bestimmten Aspekt, der hier auch immer wieder angeklungen ist, in den Reden und in den Foren auch gerade am Nachmittag, nämlich das ist eines der größten Probleme, mit denen wir befasst sind, wenn wir dieses Thema bearbeiten, das Schweigen ist. Wir erleben das in unserer praktischen Arbeit sehr oft, dass die Scham und auch das Gefühl der Schuld den Betroffenen den Mund verschließen, dass wir eben deswegen einen geschützten Raum aufbauen müssen, dass der Zugang zu den Betroffenen und überhaupt ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Leid zu formulieren, dass das eines unserer größten Aufgaben ist. Denn ansonsten wären diese Frauen zum lebenslangen Schweigen verurteilt. Sie wären dazu verurteilt, dieses Erlebte mit sich zu tragen. Das bedeutet aber auch, dieses erzwungene Schweigen bedeutet auch, dass die Täter straflos ausgehen und es bedeutet zuletzt auch noch, dass wir dieses Thema sexualisierte Gewalt oder Gender-Based Violence auf lange Sicht nicht ächten können. Deswegen ist es so ungeheuer wichtig, zusammenzukommen und über dieses Thema zu sprechen, so schwierig es auch ist. Und deshalb nochmal an dieser Stelle mein Dank auch an Sie alle, die hier da waren, die uns ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit uns geteilt haben. Denn Sie haben auf diese Weise denen eine Stimme gegeben, die nicht für sich selber sprechen können. Deshalb vielen herzlichen Dank an Sie alle. Ich bleibe bei Ihnen. Ja, auch von meiner Seite natürlich ganz, ganz großen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben, vor allem natürlich an die wunderbaren Frauen aus der Region. Ich bin einfach beeindruckt davon, wie viel Kraft, wie viel Power, wie viel Mut in ihren Ländern ist, bei Frauen, bei Männern. Ich möchte einfach meine ganz, ganz große Wertschätzung dafür ausdrücken und ich möchte einfach sagen, Sie sind es, die die Arbeit vor Ort unter massiv schwierigen Bedingungen machen. Und ich möchte mich anschließen, was Heide gerade gesagt hat. Für mich war hier nochmal wichtig, so klar und deutlich auch zu erfahren, wie schwer es überhaupt ist, Menschenrechtsverletzungen nicht nur an Frauen, sondern generell zu dokumentieren, wie schwierig es unter gesellschaftlichen Bedingungen in den jeweiligen Ländern, über die wir gesprochen haben, es ist, dass Frauen den Mut haben zu sprechen, wie stigmatisiert sie sind mit dem, was sie erlebt haben, zusätzlich auch noch von Familien geächtet zu werden. Und es geht ja insgesamt darum, wie können wir diesen Frauen nicht nur Stimme geben, sondern vielleicht auch irgendwann zu Recht verhelfen. Ich glaube, und das möchte ich hier auch nochmal sagen, dass es so wichtig ist, dass es eben die Arbeit vor Ort in den Regionen gibt, die diese Dokumentation machen,
die dann eine Grundlage sind für potenzielle Strafverfolgung und die eine Grundlage dafür sind, dass vielleicht auch entschädigt werden kann oder auch ein bisschen so etwas wie Heilung stattfinden kann, weil darum muss es ja gehen, wenn es um eine friedvolle Zukunft geht. Mir hat die Tagung nochmal bestätigt, was auch der Ansatz der Heinrich-Böll-Stiftung ist, und Alexandra hat es zu Beginn dieses letzten Panels gesagt, sexualisierte Gewalt ist ein weltweites Phänomen, aber wir können es nicht entkoppeln von den sozioökonomischen Bedingungen in den jeweiligen Regionen, nicht von den rechtlichen Situationen und auch nicht von der Geschichte der Länder. Alle Länder haben eine Geschichte, damit auch völlig unterschiedliche Formen des Umgangs mit Gewalt, auch völlig unterschiedliche Formen des Umgangs mit Versöhnung und Vergebung. Und wir brauchen diesen intersektionalen Blick. Es sind nicht die Frauen, es ist eine Vielfalt von Frauen, die ganz unterschiedlich betroffen ist. Wir haben das Problem des Klassenunterschieds, des Statusunterschieds, der unterschiedlichen Ausbildung. Und auch da möchte ich bestätigen, was Heide gesagt hat und was für mich durchgängig hier war. Es ist komplex und wir müssen uns der komplexen Situation stellen, wenn wir der Herausforderung gerecht werden wollen, dem Leid, dem, was den Frauen angetan wurde, auch gerecht zu werden. Es kann nicht isoliert werden von der Entwicklung überhaupt in einem Land, von der sozioökonomischen Entwicklung. Und darüber bin ich auch extrem dankbar, dass das gestern Abend in den Eröffnungsbeiträgen nochmal so deutlich geworden ist. Ich glaube, wir haben nicht wirklich eine gute Antwort gefunden, wie wir eigentlich die Brücke bauen können zwischen Recht und der Umsetzung von Recht. Wir haben in der Tat, und auch das ist mir deutlich geworden, sehr unterschiedliche Rechtssituationen in den jeweiligen Ländern. Und da, es hängt eben auch davon ab, ob es Institutionen gibt, ob es unabhängige Rechtsprechung überhaupt gibt. Gibt es sowas wie Rechtsstaatlichkeit? Das sind die Ebenen, auf denen wir ja eben auch arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist es auch, was wir als politische Stiftung in den Regionen selber tun können, diese verschiedenen Handlungsebenen miteinander verbinden. Ja, die juristische, die legale Situation, die sozioökonomische Situation. Und da freue ich mich eben, weil wir das nicht so tun, dass wir mit Organisationen, die hier im Raum sind, dann und wann kooperieren, weil sie diejenigen sind, die dann die Traumaarbeit macht, die konkrete gesundheitliche Hilfe, die Rechtsberatung macht. Das ist nicht unsere Stärke, aber ich glaube, wir müssen eben hier auch kooperieren, multidisziplinär unterwegs sein, unsere Stärken kennen und dann eben das tun, was wir können als ausländische Organisation beitragen. Mehr können wir nicht tun. Wir können einen Beitrag leisten und die Frauen und Männer, die vor Ort arbeiten, Kraft geben, Unterstützung, Solidarität. Ich glaube, das ist rübergekommen mit dieser Tagung, dass wir in tiefer Solidarität uns verbunden fühlen und unsere Beiträge zu leisten versuchen. Und von daher, das mein Schlusswort, no spring for women, there is a spring for women. Definitiv. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, das zu vermitteln. Es gibt Rückschläge in jeder Transformation, es gibt bittere Lebensschicksale, aber eins habe ich gelernt, diese Transformation verändert Geschlechterverhältnisse und sie verändert sie nicht nur zum Negativen. Davon haben wir hier viel mitbekommen, dass sie auch zu einer positiven Transformation beitragen können. Und das ist die Hoffnung, auf die wir setzen sollten. Und ich hoffe, diese Kraft und diese Hoffnung nehmen Sie trotz aller auch traurigen Beispiele, die wir hier haben, hören müssen, einfach mit. Fühlen Sie sich gestärkt und empowered, das wollten wir. Ich möchte aber natürlich jetzt ganz zum Schluss nochmal den tollen Leuten, die es möglich gemacht haben, dass diese Tagung stattfinden kann, ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Das ist das Tagungsbüro, das sind die tollen Übersetzerinnen und Übersetzer. Und nochmal herzlichen Dank an alle von Amica und herzlichen Dank vor allem nochmal an das Tagungsbüro, an unsere Öffentlichkeitsarbeit. Über diese Tagung wird berichtet. Es gibt viele Interviews, es gibt viel Feedback von der Presse. Outreach ist auch eine Aufgabe.
Und jetzt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Antonie und Sakina vom Nahost-Team. Eine tolle Tagung. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie, eine gute Heimreise und ein besseres Leben zu Hause wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Tschüss und bye bye. Places we've grown, all of us are dumb.